Herzlich willkommen zu der Session Bye-Bye Zoom Fatigue. Digitale Treffen abwechslungsreich gestalten. In dieser Session sind dabei Bea Pessler und Eda Özdemir von BIDA Verbindungen schaffen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Super. Vielen Dank, Sebastian, für die Anmoderation und auch von unserer Seite nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Bevor wir gleich starten, vielleicht der Höflichkeit halber nochmal ein paar wenige Worte zu Eda und mir. Also ich bin Bea Pessler. Neben mir, also bei mir hier, ich weiß nicht, wie es bei euch angezeigt wird, ist Eda genau Özdemir und sie ist von Hause aus Psychologin. Ich bin Medienmanagerin und wir haben uns zusammen selbstständig gemacht und sind Trainerin für digitale Zusammenarbeit. Und das machen wir quasi von ganzem Herzen jetzt auch seit einem Jahr fast ausschließlich, weil ich bin nach München gezogen, gebürtige Berlinerin, ist mir wichtig zu sagen. Und Eda ist in Berlin. Das heißt, wir arbeiten ganz, ganz viel digital miteinander, sind auch systemische Coaches und Konfliktmediatorinnen. Ja, und wir haben uns mit Bea selbstständig gemacht. Das ist die Verbindung aus unseren beiden Namen, aus Bea und Eda, und haben es uns zum Ziel gesetzt, mit diesem kleinen Unternehmen Verbindungen zu schaffen in digitalen und analogen Räumen über ganz verschiedene Veranstaltungen. In der letzten Zeit, in den letzten Monaten haben wir natürlich ganz viele digitale Workshops gemacht und Webinare gemacht. Und ich glaube, in den letzten Jahren, wir haben irgendwann mal so grob gezählt, haben wir über 500 digitale Veranstaltungsformate entweder konzipiert, produziert, moderiert oder technisch betreut. Und da haben wir extrem viel erlebt. Tolle Sachen, teilweise auch herausfordernde Situationen. Und wir wollen jetzt in den nächsten knapp 45 Minuten gerne unsere Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben, mit euch teilen. Und ganz kurz noch zum Arbeitsrahmen, weil das ist ja so ein eigentlich ein interaktives Format auch. Wir sind ja hier in einem Zoom-Meeting. Vielen Dank erstmal an euch, dass so viele von euch die Kamera eingeschaltet haben. Das ist für uns natürlich immer super, wenn wir euch auch sehen und seht, dass ihr uns noch folgt und nicht schon alle vom Stuhl gekippt seid. Von daher, vielen Dank. Und arbeitest du, aber ich glaube, das ist beim Digital Social Summit sowieso sehr üblich, muss ich gar nicht noch weiter was dazu sagen. Ihr könnt jederzeit sehr gerne Fragen und Anmerkungen über den Chat schreiben. Wir gucken da drauf. Wir versuchen das auch währenddessen einzubringen, soweit es uns gelingt. Wir haben eben nur 45 Minuten. Deshalb ist es jetzt nicht so ist ja kein Workshop. Es wird jetzt nicht ein wahnsinnig interaktives Format sein, in dem jetzt alle auch sprechen könnt. Es wäre schön, wenn ihr euch eure Fragen und Anmerkungen, wie gesagt, über den Chat mit uns teilt. Und wir versuchen da so doll wie möglich währenddessen schon drauf einzugehen und haben aber auch noch ein paar Minuten zum Ende hin geplant. Dann jederzeit gerne auch ein schnelles Feedback über die Zoom-Reaktion. Die kennt ihr alle schon. Und da gibt es ja inzwischen echt ganz viele sehr lustige auch Möglichkeiten. Die Zusammenfassung, das hat Sebastian schon gesagt. Super, Thomas. Genau, danke schön für den Daumen hoch. Die Zusammenfassung, das hat Sebastian schon gesagt, die bekommt ihr im Nachgang. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, sondern könnt euch hier voll auf den Moment konzentrieren. Und last but not least, das Thema Spaß haben gemeinsam. Das ist uns ein ganz wichtiger Punkt. Das leitet uns eigentlich bei allem, was wir machen. Und wir wollen gemeinsam so ein bisschen Lockerheit ins Thema bringen. Und freuen uns, wenn wir euch auch ein bisschen unterhalten können. Mal gucken, ob uns das gelingt. So, wir machen jetzt keinen großen Check-in, aber ich möchte natürlich gerne euch so ein bisschen kennenlernen. Und deshalb haben wir drei Fragen für euch mitgebracht und bitten euch, da wo ihr ja die Reaktion von Zoom habt, da gibt es ja auch dieses Handhebezeichen. Und ich habe jetzt drei Situationen, die ich euch gleich vorstelle. Und wenn ihr diese Situation kennt, dann bitte ich euch einmal die digitale Hand. Jetzt nicht so, wie ich es mache, das war natürlich super Beispiel. Ja, also nicht die analoge Hand heben, sondern gerne die digitale Hand heben, wenn ihr diese Situation kennt. Also Situation Nummer 1. So, du bist in einem digitalen Meeting und hast das Gefühl, ich verschwende hier irgendwie total meine Zeit. Okay, da gehen
Alle Hände hoch. Ja, wenn ich das richtig sehe, sind hier alle Hände oben. Vielen Dank fürs Mitmachen. Edda, bist du so lieb und nimmst die Hände einmal wieder runter? Ich sehe auch schon. Genau, perfekt. Vielen Dank. So, Situation Nummer 2. Du kommunizierst digital mit ganz vielen Menschen und fühlst dich trotzdem irgendwie unverbunden. Wer kennt diese Situation? Ja, das geht auch vielen von euch so. Vielen Dank. So, dann nehmen wir noch ein letztes Mal die Hände runter und kommen zu Situation Nummer 3. Du nimmst an mehreren Online-Meetings teil und fühlst dich am Ende des Tages ziemlich erschöpft und vielleicht sogar ein bisschen gereizt manchmal. Ja, und schon wieder sind hier ganz, ganz viele Hände oben. Und das zeigt euch jetzt hier in diesem Moment tatsächlich, dass ihr damit nicht alleine seid, dass wir damit nicht alleine sind. Das zeigen uns diese vielen Hände, die nach oben gegangen sind. Es gibt aber inzwischen auch ganze Studien darüber, die das belegen, aber dazu gleich mehr. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Agenda. Wir schauen uns gleich, erzählen wir euch kurz was zum Thema Zoom-Fatigue. Die gibt es nämlich wirklich, das ist wissenschaftlich bewiesen. Das ist nicht nur so ein Buzzword, das wir ab und an mal hören. Dann gucken wir uns das Aura-Modell an. Das steht ja auch in unserer Ankündigung schon. Das ist unser absolutes Lieblingsmodell. Da haben wir euch ein paar Best-Practice-Beispiele mitgebracht. Keine Sorge, es wird nicht trocken, was man vielleicht manchmal beim Thema Modell so assoziieren kann, sondern da sind ganz konkrete Beispiele. Und ganz am Ende haben wir euch noch einen letzten Tipp mitgebracht. Vielleicht an der Stelle noch mal ein wichtiger Hinweis. Die Session ist angelegt für Anfängerinnen und Anfänger, also weniger für Vollprofis, aber ich glaube, dass egal auf welchem Level ihr gerade euch befindet, hoffe ich zumindest, könnt ihr uns ja am Ende gerne unbedingt mitteilen, für jeden hier, was dabei sein wird. Und auch die Zeit ist knapp. Normalerweise machen wir das durchaus. Also zu jedem einzelnen Punkt könnten wir wahrscheinlich Tage referieren. Deshalb versteht es bitte gerne als eine erste Idee, als erste Inspiration. Und lasst uns gerne dazu weiterhin in Austausch bleiben und tiefer in alle einzelnen Themen reingehen. So, aber jetzt soll es auch losgehen. Zoom-Fatigue. Was ist das eigentlich? Der Begriff Zoom-Fatigue muss ich wahrscheinlich den ersten Teil gar nicht unbedingt weiter erklären. Zoom steht an der Stelle tatsächlich stellvertretend für alle Videokonferenz-Tools, die es so gibt. Und Fatigue kommt aus dem Französischen und steht für Müdigkeit, Ermüdung und Erschöpfung. Also Zoom-Fatigue ist nicht irgendein Buzzword, sondern das bezeichnet tatsächlich die Müdigkeit, die Erschöpfung, die nach zu vielen Videokonferenzen und Videocalls entsteht. Und das sind wirklich richtig physisch und psychische Belastungen, die da entstehen können. Also im letzten und vorletzten Jahr hat es dazu recht große Studien gegeben, unter anderem von der US-amerikanischen Universität Stanford zusammen mit der Göteborg-Uni in Schweden. Und die haben eben herausgefunden, dass es wirklich physische und psychische Symptome gibt von verminderter Konzentration, genervt sein, von Kopfschmerzen, fehlender Balance bis hin zu erhöhter Reizbarkeit, Rücken- und Sehstörungen. Also wirklich irgendwie Dinge, die uns sehr stark beeinflussen. Und das ist uns wirklich wichtig, an der Stelle zu sagen, dass das halt nicht nur so, wir müssen irgendwie mal schauen, dass wir unsere digitalen Veranstaltungen ein bisschen interessanter gestalten und irgendwie interaktiver machen, sondern wir sind der Meinung, dass wir halt als veranstaltende Personen da tatsächlich eine richtige Verantwortung eigentlich haben, den Menschen gegenüber, die an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Genau, hier nochmal zu den Studien. Ah, genau, und da fällt mir ein an der Stelle ganz wichtig nochmal zu sagen, und zwar, ihr bekommt ja die Präsentation und da ist am Ende eine relativ lange Linkliste. Das heißt, alles, was wir euch hier erzählen, damit ihr auch uns glaubt, dass wir uns das nicht ausdenken, da sind Links zu den Studien dabei und zu allen Tools, die wir euch vorstellen. Genau, die findet ihr dann im Anschluss in der Linkliste. Genau.
Kurz nochmal zu diesen Ursachen für die Symptome oder den Belastungsfaktoren, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, auch für alle weiteren Vorbereitungen, die wir eigentlich treffen für unsere digitalen Veranstaltungen. Und zwar teilen die das in drei verschiedene Ebenen. Einmal in diesem ganzen Technikbereich, also kennt ihr bestimmt auch einfach fehlende beziehungsweise schlechte Technik, ja. Nicht ausreichende Tonqualität, Zeitverluste, instabile Internetverbindungen und so weiter und so fort, die das alles halt irgendwie viel schwieriger machen und ja so Meetings sehr in die Länge ziehen können. Und das ist tatsächlich trotz 2 Jahren Pandemie immer noch ein recht großer Bereich, der da hinderlich und störend sein kann. Dann sind es organisatorische Rahmenbedingungen, also das betrifft vor allen Dingen solche Sachen wie extrem straffe Taktung innerhalb der Meetings oder zwischen den Meetings, zu wenig Pausen und so eine ja, sehr starke Versachlichung von digitalen Meetings, also dass so die Leichtigkeit fehlt. Und der dritte Aspekt, und das ist so eigentlich der Aspekt, dem Edda und ich, in dem wir uns am meisten annehmen und über den es heute auch gehen wird, ist so diese ganzen zwischenmenschlichen Aspekte. Also fehlende menschliche Interaktion, das Fehlen oder das sehr starke eingeschränkte Mimik und Gestik, also die eingeschränkte nonverbale Kommunikation und Körpersprache und damit zusammenhängt auch fehlender Smalltalk und ja so eine ständige Selbstfremdbeobachtung. Genau. So, jetzt haben wir gehört, wie schlimm eigentlich diese Zoom-Fatigue ist und was da alles passiert und fragen uns jetzt, und dem wollen wir uns eben jetzt auch zuwenden, ganz wichtig, was können wir denn dagegen tun? Also was haben wir als Veranstalterinnen und Veranstalter für Möglichkeiten, dass wir unsere digitalen Veranstaltungen so organisieren und umsetzen, dass wir eben dagegen wirken können. Nee. Genau, das ist einmal unserer Meinung nach, also auf jeden Fall zu versuchen, digitale Meetings zu reduzieren, also auch zu überlegen, ob man andere Kommunikationsarten nutzen kann. Da werfe ich nur einmal das Stichwort synchrone, asynchrone Kommunikation rein. Das ist eins von Eddas und meinen Lieblingsthemen, die auch ein wahnsinnig guter Hebel sein können. Also zu überlegen, was muss ich wirklich in dem Moment, in dem gemeinsamen Meeting oder in der Veranstaltung besprechen und was kann vielleicht auch vorher und nachher besprochen und bearbeitet werden. Das ganze Thema gute Vorbereitung. Ich glaube, das ist uns inzwischen allen klar, wie wichtig es ist, gut vorbereitet zu sein. Einerseits natürlich technisch, aber eben auch, und jetzt wird es spannend, inhaltlich. Also als dritten Punkt wirklich die Gestaltung anhand von Prinzipien, die im digitalen Raum funktionieren. Und das ist jetzt eigentlich schon der Übergang. Wir sind soweit zum Thema Aura-Modell. Und da seid ihr erstmal gefragt. So, wir kommen endlich zu unserem absoluten Lieblingsmodell, dem Aura-Modell. Und warum ist es unser Lieblingsmodell? A, weil es super einfach ist, also es ist sehr einfach zu merken. Und B, weil es sich einfach im digitalen Raum auch bewährt hat. Was will man eigentlich mehr? Und daher, bevor wir euch aber verraten, was sich für konkrete Prinzipien hinter dem Modell verbergen, seid ihr gefragt. Und daher überlegt gerne mal, was denkt ihr, wofür steht das Akronym Aura? Wir haben eine kleine Umfrage für euch mitgebracht mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Die starte ich jetzt direkt mal. Ihr seht, ihr habt hier 3 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Schaut sie euch gerne mal an und stimmt ab für was stehen die Buchstaben O-R-A. Ich sehe, ihr stimmt schon fleißig ab. 50% haben schon teilgenommen. Ich gebe euch noch einen kleinen Augenblick. Ist ja auch nicht ganz so einfach. So, fast 90% haben teilgenommen. Und da beende ich jetzt mal die Umfrage und gebe die Resultate frei. Die meisten sind der Meinung, dass Aura für orientieren, ritualisieren und aktivieren steht, aber es gab auch ein paar, die für die anderen Antwortmöglichkeiten waren. Okay, dann schauen wir doch mal mit Trommelmöbel, was es ist. Und tatsächlich haben die meisten richtig geraten. Es steht für orientieren, ritualisieren
und aktivieren. Und an der Stelle vielleicht nochmal relevant, so ein bisschen auch von unseren eigenen Erfahrungen zu erzählen. Egal, was für digitale Veranstaltungen wir vorbereiten, also sei es jetzt auch ein kurzes Meeting, das vielleicht nur 20 Minuten geht, bis hin tatsächlich zu mehrtägigen Workshops. Wir gehen im Kopf immer diese drei Prinzipien durch und überlegen uns, wie wir so die digitale Interaktion anhand dieser Prinzipien verbessern können. Okay, schauen wir mal, was sich hinter den einzelnen Prinzipien versteckt. Und vor allem schauen wir uns mal die Frage an, warum diese Prinzipien eigentlich so wichtig sind im digitalen Raum. Wir starten mit dem ersten, dem Orientieren. Und da geht es vor allem um die Frage, die ich mir als Veranstalter, als Veranstalterin stellen sollte. Schaffe ich überhaupt genug Orientierung für meine Teilnehmenden im digitalen Raum? Vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, warum ist Orientierung überhaupt wichtig bei meinen digitalen Veranstaltungen? Und da haben wir euch zwei Bilder mitgebracht, die eigentlich sehr eindrücklich zeigen, warum das Prinzip so wichtig ist. Ihr seht hier auf dem Foto eine Präsenzveranstaltung. Vor ein paar Jahren, als es noch möglich war, so eine große Präsenzveranstaltung durchzuführen. Und hier seht ihr die Übersetzung in den digitalen Raum. In ein klassisches Webinar, bei dem eben nur die referierende Person und die Präsentation zu sehen ist. Und ich finde eigentlich so, dass diese ausgegraute Fläche sehr gut zeigt, dass wir im digitalen Raum eben nur einen Bruchteil von dem wahrnehmen, was wir sonst wahrnehmen würden. Und dass eben uns ganz viele soziale Eindrücke und Orientierungshilfen fehlen. Dadurch entstehen natürlich sehr viel Unsicherheiten, Irritationen und vor allem auch Fragen bei den Teilnehmenden. Vielleicht erkennt ihr die ein oder andere Frage wieder von euren eigenen Erfahrungen. Wie viele Teilnehmende sind eigentlich mit mir hier? Was für Teilnehmende sind hier? Vielleicht auch bei Webinaren, warum ist eigentlich meine Kamera und mein Ton ausgeschaltet? Also es gibt auf jeden Fall sehr viel Irritation. Und ja, da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, um eben diesen Fragen und diesen Irritationen vorzubeugen. Was für Möglichkeiten gibt es? Sehr viele, ein ganzes Universum voller Möglichkeiten. Dadurch, dass wir natürlich jetzt nur 45 Minuten Zeit haben, können wir euch jetzt nicht alle zeigen. Ihr habt ein paar schon gesehen, die wir auch angewendet haben, wie einen Arbeitsrahmen zu Beginn, visuelle Anker, auch über den Chat zu kommunizieren. Wir wollen uns aber vor allem auf das Thema soziale Orientierung fokussieren. Das heißt, uns mit der Frage beschäftigen, wie wir den Teilnehmenden auch soziale Orientierung und nicht nur inhaltliche Orientierung geben können. Denn zwei große Belastungsfaktoren bei der Zoom-Fatigue sind eben für die Teilnehmenden, kein Smalltalk machen zu können. Es geht meistens direkt los mit dem ersten Tagesordnungspunkt und auch kein Netzwerken beim Kaffee, also der fehlende soziale Austausch. Wir haben hier zwei Empfehlungen deswegen mitgebracht. Einmal ein Ankommen und ein Check-in zu ermöglichen, auch bei kürzeren Veranstaltungen und eben den informellen Austausch. Also jenseits der Agenda, jenseits der Tagesordnungspunkte zu fördern. Viele sagen jetzt, ja, ist ja schön und gut, aber gerade bei größeren Gruppen funktioniert es doch nicht. Also wir haben doch nicht so viel Zeit, da im Check-in in der ganzen Runde durchzugehen und jeden irgendwie zu fragen, wie er sich gerade fühlt. Da wir das sehr oft hören, haben wir euch hier zwei Möglichkeiten mitgebracht für Check-ins, die auch sehr gut in größeren Gruppen funktionieren. Das ist einmal der Emoji-Check-in. Zu sagen bei einer sehr großen Gruppe, hey, wie geht's euch heute? Wie seid ihr heute Morgen da? Und antwortet doch einfach mal mit einem Emoji. Es geht super schnell und man kriegt vor allem als Moderation sehr schnell so einen Eindruck von der Gruppe. Sind alle müde? Brauchen die Leute erstmal einen Kaffee, um in die Gänge zu kommen? Oder sind eigentlich alle dabei und aktiv und freuen sich auf die Inhalte? Neben dem Emoji-Check-in auch noch eine Methode, die wir sehr gerne benutzen und die wir heute auch nachher noch benutzen werden, ist das Chatgewitter. Da wird eben eine Frage gestellt im Chat, wie zum Beispiel, wie war eure Woche in einem Wort? Und die Teilnehmenden schreiben dann ihre Antwort in den Chat, schicken aber die Antwort noch nicht ab. Wir machen es nachher auch. Und auf drei, also auf 3, 2, 1, los,
schicken alle ihre Antwort. Das heißt, es dauert wirklich nur ein paar Sekunden und man kriegt auch einen sehr guten Eindruck von der großen Gruppe. Der Vorteil bei beiden Methoden ist, dass eben alle Teilnehmenden, also auch die Stilleren, gleich zu Beginn aktiviert werden und vor allem ins Tun kommen. Und dadurch ist natürlich die Schwelle, sich auch später einzubringen, viel geringer. Wenn ihr jetzt sagt, ja gut, wir haben schon ein bisschen mehr Zeit, es muss jetzt nicht so schnell gehen mit einem Wort oder nur einem Emoji. Und falls ihr auf der Suche seid, vor allem nach besonderen Check-in-Fragen, haben wir euch den Check-in-Generator als Inspiration mitgebracht. Den nutzen wir auch sehr gerne. Und zwar werden euch, also es ist eine Webseite, die auch in der Linkliste drin ist, und da werden euch nach dem Zufallsprinzip kreative und vor allem auch so verbindende Fragen vorgeschlagen, die ihr in verschiedenen Kontexten nutzen könnt. Wie zum Beispiel, du musst Karaoke singen, welches Lied würdest du wählen? Falls jemand ein bestimmtes Lied im Kopf hat, kann er das ja auch gerne hier im Chat direkt mit der Gruppe teilen. Bei mir wäre es wahrscheinlich irgendwas mit Britney Spears. Bei Bea weiß ich jetzt gar nicht, was es da ganz konkret wäre. Vielleicht kannst du es ja auch im Chat teilen, Bea. Nee? Okay. Gut. Falls ihr jetzt noch mehr Zeit habt und es geht um Check-ins im Team, und falls ihr schon fortgeschritten seid beim Thema Check-in, haben wir euch hier noch ein Beispiel mitgebracht, wie ihr mit Stimmungskarten auch sehr gut so einen Eindruck von der Gruppe gewinnen könnt. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, eben verschiedene Karten, das können auch digitalisierte Postkarten sein beispielsweise oder auch andere Postkarten oder andere Karten, die ihr gut findet, auf denen so verschiedene Stimmungen abgebildet sind. Die können beispielsweise in einem Whiteboard präsentiert werden mit einer konkreten Frage, wie war eure Woche, wie läuft das Projekt eurer Meinung nach, und da können die Teilnehmenden dann eine bestimmte Karte auswählen und innerhalb von ein paar Sätzen dann auch mitteilen, was sie mit der Karte verbinden. Natürlich müsst ihr jetzt nicht ein eigenes Kartenset erstellen im Whiteboard, sondern da gibt es auch sehr gute Online-Tools, die wir auch verlinkt haben, bei denen ihr auf so ein vorhandenes Kartenset auch zugreifen könnt. So viel zum Thema Orientieren. Und wir machen direkt weiter mit dem zweiten Prinzip. Genau, da kommen wir jetzt zum R von Aura, und zwar zum Thema Ritualisieren. Und beim Thema Ritualisieren steht die Frage im Raum: Schaffe ich genug Rituale im digitalen Raum? Warum sind Rituale so wichtig? Da haben wir euch zwei Bilder mitgebracht, um das nochmal irgendwie zu verdeutlichen. Also was ja vor allen Dingen der Fall ist, wenn wir digital miteinander zusammenkommen, ist, dass wir komplett unterschiedlichen Umgebungsflüssen ausgesetzt sind. Also früher, wir haben das Bild gerade gesehen, waren wir alle im gleichen Raum. Wir haben uns umgeguckt und haben das Gleiche gesehen und haben so eine Atmosphäre irgendwie aufgenommen, die gleiche, oder haben sie zumindest ähnlich aufnehmen können. Wenn wir uns jetzt mal umschauen, ich gucke, einige von euch haben, da kann man so ein bisschen den Hintergrund sehen. Manche sitzen im Büro, manche sind wahrscheinlich irgendwo zu Hause, so in der Homeoffice-Ecke eingerichtet und so weiter. So sieht es, glaube ich, bei niemandem von euch aus. Ja, die Kinder scheinen irgendwie, wenn es sie denn gibt, gerade gut versorgt zu sein. Zumindest seid ihr in dem Moment sozusagen ungestört. Aber es ist eben extrem unterschiedlich. Hier diese beiden Bilder. Wir sehen hier einmal diesen Mann, der gerade nicht so ganz so konzentriert arbeiten kann, und dann eine Person, die zumindest von den äußeren Einflüssen her eine ganz andere Grundvoraussetzung hat. Und durch diese verschiedenen Umgebungseinflüsse wird das Gefühl des sozialen Miteinanders komplett erschwert. Und unsere Aufgabe ist es eben als veranstaltende Person zu schauen, wie wir ein stärkeres Wir-Gefühl erzeugen können. Und dabei können uns Rituale helfen. Also sie geben uns einerseits Sicherheit und erzeugen im besten Fall ein Wir-Gefühl. Und jetzt haben wir schon ziemlich viel gesprochen und würden gerne kurz zumindest von euch einmal hören beziehungsweise lesen im Chat, was für digitale Rituale ihr vielleicht schon habt. Also gibt es Dinge, die ihr bei internen Meetings oder auch bei Webinaren oder Konferenzen macht, digitale Rituale, etwas Regelmäßiges, um das Wir-Gefühl zu stärken? Überlegt da gerne mal und teilt das gerne im Chat. Ein paar Ideen haben wir
auch für euch mitgebracht. Aber es kommen immer wieder viele spannende Sachen. Wie geht es uns Runde? Sagt Matthias, Ball zu werfen beim Stand-up, kommt von Tom. Dankeschön. Digitales Hallo per Chat bei digitalen Teams ohne Termin, Stimmungsbilder, Check-in, Check-out. Wie war dein Wochenende? Ja. Gift Battle, das ist was für Edda und mich. Da würden wir gerne mehr erfahren. Das müssen wir auch mal machen. Mutmeter, was feierst du aus der letzten Woche? Ja, digitaler Kaffee. Super, also ganz viel auch mit Check-in verbunden. Vielen Dank fürs Teilen. Wir haben euch hier einmal etwas mitgebracht, was einerseits bei Edda und mir, wir haben euch ja verraten, dass wir ganz viel auch digital miteinander arbeiten, was bei uns immer sehr stark für ein digitales Wir-Gefühl hilft, aber auch wenn wir mit anderen Menschen in unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen. Und zwar ist das Thema Musik. Ihr habt das vielleicht am Anfang auch gemerkt, das ist wirklich ein Ritual von uns. Wir machen das, egal was für eine Veranstaltung wir machen, wir spielen immer Musik ein. Und wenn wir digital miteinander arbeiten, wir haben so einen digitalen Arbeitsraum von Zoom auch und die Person, die als erstes drin ist, macht für die andere dann irgendwie ein Lied an, wo sie glaubt, dass es gerade der Stimmung guttun würde. So. Und das machen wir eben auch mit externen Leuten, mit kleineren oder größeren Treffen. Und genau, haben hier halt auch selber uns eine kleine Playlist angelegt. Und das kann man halt auch schön im Team machen, in größeren Runden. Also wirklich zu schauen, mal zu sammeln. Jeder hat ja ein bisschen unterschiedlichen Musikgeschmack. Da kommen manchmal ganz ulkige Sachen zusammen. Aber wirklich, wir haben in ganz verschiedenen digitalen Veranstaltungskontexten immer wieder gemerkt, wie verbindend, manchmal auch trennend, wenn die Geschmäcker sehr unterschiedlich sind, das Thema Musik sein kann. Digitaler Kaffee kam hier gerade auch schon im Chat und da gibt es ein Lieblingstool von Edda, das sie an der Stelle einmal euch vorstellen wird. Ja, vielleicht kennt ihr ja das Tool Wanda. Vielleicht kurz die digitale Hand heben, wer kennt das? Ich habe ein paar nickende Köpfe gesehen. Okay, da gehen auch schon ein paar Hände hoch. Und Wanda wird ja manchmal so bei externen Konferenzen vor allem fürs Netzwerken genutzt, aber Wanda kann auch super gut einfach im Team genutzt werden. Also wir kennen da ein paar Teams, die nutzen Wanda immer für digitale Kaffeepausen und treffen sich da immer wieder so als Inspiration vielleicht, das auch in einem kleineren Kontext mal auszuprobieren im Team. Marion, du sprichst da gerade im Chat etwas an, was zu einem unserer neuesten Lieblingstools geworden ist, das wir ja auch in einem Webinar kennengelernt haben und euch hier mitbringen. Und zwar, ja, verrate ich gleich, vorher kurz der Kontext dazu. Die Wichtigkeit von aktiven Pausen. Also im Rahmen dieser Zoom-Fatigue-Studien kam eben auch heraus, dass tatsächlich der Bewegungsmangel ein ganz, ganz großer Belastungsfaktor ist und wirklich Ursache für viele der Symptome, die ich euch vorhin vorgestellt habe, sein kann. Und hier ist es, an uns Veranstaltenden, das trifft natürlich insbesondere bei Meetings, aber auch bei einstündigen kürzeren Webinarformaten oder externen Veranstaltungsformaten zu, wirklich genügend Pausen zu machen. Also während der Meetings, aber auch dazwischen und zu schauen, dass man ein bisschen so den Blick, mindestens den Blick abwendet, im besten Fall sich auch wegbewegt vom Arbeitsplatz. Und wir haben da einen ganz schönen, das ist nochmal ein anderer Link, den du da gerade geteilt hast, Marion. Vielen Dank, den nehmen wir bestimmt dann auch in die linke Liste auf. Wir kennen diesen Waldspaziergang. Und das ist www.tree.fm und da kann man tatsächlich die verschiedensten Wälder der Welt besuchen online. Also ich glaube, das ist Norwegen. Letzte Woche war ich in Nicaragua und in ganz vielen unterschiedlichen Orten und das ist wirklich eine schöne Gelegenheit, um, wenn man es eben nicht in den Wald rausschafft, ja, weil die Pause zu kurz ist oder wir zu weit weg wohnen vom Wald, um dazwischendrin mal hin zu spazieren, aber irgendwie eine schöne Möglichkeit auch gemeinsam. Das machen wir zum Beispiel auch in Workshops, dass wir in den Kaffeepausen diesen Waldspaziergang einfach im Hintergrund anmachen und jeder dann natürlich seines Weges hoffentlich geht, ein bisschen weg vom Schreibtisch, aber das ist eine ziemlich beliebte Möglichkeit ist, so ein bisschen eine aktive Pause zu betreiben. Genau.
so viel im Schnelldurchgang, wir haben noch eine Viertelstunde, die Zeit rennt, so viel im Schnelldurchgang zum Thema Rituale erstmal von unserer Seite. Dann kommen wir auch schon zum A von Aura. Dann kommen wir auch schon zum A, zum Prinzip des Aktivierens. Und da geht es um die Frage, sorge ich als Veranstalter, als Veranstalterin für genug Aktivierung im digitalen Raum? Wieder die Frage, warum ist Aktivierung eigentlich so wichtig? Ich glaube, bei dem Prinzip ist es eigentlich verständlich für alle, warum es so wichtig ist, weil, und das GIF passt eigentlich sehr gut an der Stelle, weil das Ende der digitalen Veranstaltung ist eben nur ein Klick entfernt. Also die Schwelle, sich rauszuschalten aus einer digitalen Veranstaltung, wenn man irgendwie sich nicht angesprochen, nicht abgeholt, nicht aktiviert fühlt, ist eben sehr gering. Das heißt, es ist viel wichtiger, dass man häufiger und intensivere Impulse auch setzt. Zu den Impulsen haben wir euch eine erschreckende Zahl mitgebracht, die Zahl 7. Wer weiß, was es mit der Zahl 7 im digitalen Raum auf sich hat? Schreibt eure Vermutungen gerne mal in den Chat. Überlegt kurz. Da kommen die ersten Antworten. Aufmerksamkeitsspanne, Minuten, Aufmerksamkeit. Wir können uns 7 Minuten konzentrieren. 7 Sekunden kommt hier auch. Okay, 7 Minuten, bis wir etwas anderes machen. Und ihr habt richtig geraten, es ist tatsächlich so, dass viele verschiedene Studien die Aufmerksamkeitsspanne im digitalen Raum untersucht haben. Und da kommt jetzt schon, die animierten Folien machen nervös. Deswegen gehen wir einmal weiter. Okay, das kleine Monster hier, wir wollen ja nicht, dass es euch nervös macht. Deswegen direkt mal weiter zur nächsten Folie. Aber den Gedanken möchte ich noch mit euch teilen, dass eben verschiedene Studien rausgefunden haben, dass so die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne im digitalen Raum 7 Minuten ist. Und nach 7 Minuten widmen wir uns anderen Dingen, sind abgelenkt. Es gibt ja auch sehr viele Ablenkungsfaktoren. Und daher ist es umso wichtiger, so einen vollen Rucksack eigentlich an Aktivierungsmöglichkeiten mitzubringen und zu haben. Keine Sorge, viele denken nämlich bei dem Thema Aktivierung immer an externe Tools. Das muss dann immer irgendwie was Externes, Neues, Cooles sein, womit die Teilnehmenden aktiviert werden. Das braucht es nicht unbedingt. Deswegen haben wir euch hier mal die 3 Ebenen der Aktivierung mitgebracht, die wir immer so als Orientierungshilfe auch nutzen. Das heißt, bei der Planung von digitalen Veranstaltungen gehen wir eigentlich immer die 3 Schritte durch. Als erstes fragen wir uns, was für Möglichkeiten habe ich denn als Moderator oder als Moderatorin, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Das heißt, Sprechpausen oder auch die direkte Ansprache von Teilnehmenden können eben schon eine sehr große Wirkung entfalten, was so die Aktivierung der Teilnehmenden angeht, wofür man jetzt gar nicht mal unbedingt ein Tool braucht. Dann als zweites schauen wir uns an oder checken wir aus, so welche Funktion uns unser Videokonferenztool heute zum Beispiel Zoom bietet. Da gibt es ja sehr viele Funktionen von dem Chat über Umfragen, Whiteboard, Breakout-Räume. Und ja, an der Stelle wirklich nochmal so der Appell, sich auch wirklich mal damit auseinanderzusetzen, weil wir sind in unterschiedlichen Kontexten immer überrascht, wie wenig Personen sich eigentlich mit den integrierten Funktionen auskennen und wie schnell Personen dann schnell zu externen Tools greifen, obwohl es zum Beispiel auch sehr gute Umfragetools bei Zoom gibt. Und erst, wenn wir uns mit den ersten 2 Ebenen auseinandergesetzt haben, schauen wir uns im 3. Schritt eben an, welche externen Tools zu den Zielen und auch der Zielgruppe passen. Weil jedes neue Tool, und das kennt ihr vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung, braucht einfach Einarbeitungszeit und stellt bestimmte Teilnehmende eben vor eine Lernherausforderung. Und man verliert immer einen bestimmten Teil der Gruppe. Ganz wichtig an der Stelle ist uns vor allem zu sagen, oder besser gesagt, die Empfehlung auszusprechen, möglichst niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeiten zu verwenden. Also Abfragen über den Chat, Umfragen, digitales Handzeichen, also unkomplizierte Tools, um möglichst alle
mitzunehmen und um eben niemanden auszuschließen. Was gibt es noch? Der digitale Raum bietet ja auch sehr viele Möglichkeiten an, verschiedene Medien zu nutzen. Angefangen von Bildern, Illustrationen, GIFs. Bea hat eigentlich ein Veto eingelegt, dass ich das GIF nicht verwenden darf. Ich habe es jetzt trotzdem heimlich eingefügt. Es können auch selbst GIFs erstellt werden. Vielleicht erkennt ihr, wir zwei sind drauf da. ja, also da wirklich zu schauen, wie können wir unsere Inhalte, die wir vermitteln wollen, auch visuell untermalen. Auch zum Beispiel Videos und kurze Bildschirmaufnahmen zu verwenden, also nicht nur mündlich Tools zu präsentieren, sondern sich zu überlegen, können wir vielleicht eine kurze Bildschirmaufnahme von bestimmten Dingen machen und mitschicken. Und zuletzt eben, ja, Musik und Audioeffekte immer mal wieder zu verwenden, weil es einfach hilft. Also das verankert die Inhalte einfach nochmal neu und sorgt eben für einen Überraschungseffekt an der einen oder anderen Stelle. Was noch? Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten und gehe mal weiter vor. Hier vielleicht noch zwei Empfehlungen. Einmal zu schauen, können wir vielleicht analoge Elemente integrieren in den digitalen Austausch, in die Präsentation. Wir haben auch hier mal Moderationskarten mitgebracht, aber das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Ich habe hier zum Beispiel so eine Videoklappe oder wir haben auch hier so kleine Gefühlsmonster. Bea hält auch gerade den gleichen rein, das gleiche Gefühlsmonsterli. Sowas sorgt halt immer wieder auch für eine Auflockerung. Und der letzte Punkt, damit wir auch noch hier Zeit haben für Fragen, die Teilnehmenden zum Nachdenken anzuregen. Also zu schauen, was für Reflexionsfragen kann ich vielleicht stellen oder kann ich vielleicht bestimmte Dinge innerhalb von einem Quiz oder einer Umfrage abfragen. An der Stelle ist es eben nicht nur wichtig, diese Fragen zu stellen, sondern sich auch zu überlegen, wie kann ich das visuell verankern. Also nicht nur einfach mündlich in die Runde zu fragen, überlegt euch mal, sondern im besten Fall dann die Frage auch auf eine Folie zu packen. Dadurch wird die größte Wirkung entfaltet. An der Stelle können wir vielleicht direkt einmal auf die Frage, weil es so gut passt, hier eingehen, die Pam in den Chat gestellt hat. Wird die Umfragefunktion auch in der Freeware-Version von Zoom angeboten? Wird angeboten, die Umfragefunktion, was total wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass eure Teilnehmerinnen und Teilnehmer die aktuellste Version von Zoom haben. Wir haben letzte Woche haben wir einen Workshop gemacht und da hatten wir einen Quiz drin und das hat nicht funktioniert beim Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil die nicht die aktuellste Zoom-Version hatten. Also Zoom unterscheidet ja zwischen Umfragen und Quiz. Also da wirklich zu schauen, sind alle eure Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wirklich befähigt an der Stelle. Und Thomas hat auch gesagt, Teilnehmer können erhebliche Probleme in der Nutzung der Tools haben. Genau, deswegen hat Ella auch gerade nochmal so wirklich hervorgehoben, versucht es erstmal mit internen Sachen und wenn ihr auf externe Tools geht, nehmt euch genug Zeit für die Vorbereitung auch vorab, um die Menschen zu befähigen. Auch wenn ihr denkt, ach, kennen wir alles schon, ist doch easy peasy hier mit Mentimeter und so. Es gibt halt meistens Menschen, für die ist es nicht so easy peasy, dass wir uns in die auch reinversetzen. Genau, wir haben euch noch einen letzten Tipp mitgebracht. So, und jetzt will das hier bei mir nicht. Da würdest du einfach einmal eine Folie weiterklicken, bitte? Ja. Danke, perfekt. Genau, ist unser letzter Better-Tipp und der ist für uns tatsächlich total wichtig. Wir haben es eingangs auch im Arbeitsrahmen gesagt, das Thema Spaß spielt bei Edda und mir eine große Rolle und es spielt auch immer eine Rolle bei der Auswahl unserer Tools. Und das ist, was wir euch an der Stelle mitgeben wollen. Also hört auf euer Bauchgefühl und überlegt euch, was macht euch eigentlich Spaß? Also klar wollt ihr, dass euren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass die Spaß haben an der Interaktion, an dem, was ihr da macht. Aber wenn ihr selber keinen Bock auf das Tool habt, dann bringt ihr das halt auch rüber. Und dann ist es schwerer, die Leute zu motivieren und mitzunehmen. Und wenn ihr aber sagt, boah, ey, Mentimeter ist so cool, das macht mir so einen Spaß, da baue ich irgendwie vielleicht noch keine GIFs ein oder sowas, dann merken die Leute das ja auch. Also geht gerne öfter mal von euch aus, auch bei neuen Dingen, ja, was wir euch jetzt vielleicht vorgestellt haben, was ist etwas, wo ihr gedacht habt, ah, cool,
das könnte Spaß machen, das probiere ich. Und dann probiert es einfach mal. Die Chance ist recht groß, dass ihr die Leute irgendwie mitnehmt, wenn ihr selber begeistert seid. Also hier an der Stelle die Reflexionsfrage to go. Was macht euch eigentlich Spaß? Und das einfach mal auszuprobieren. Genau, das war es an der Stelle an Input von uns. Wir haben es geschafft. 14.12 Uhr, quasi fast eine Punktlandung zum Thema Rituale. Das ist unser kleines Giftvögelchen. Wer schon mal dabei war bei unseren Veranstaltungen, das kommt jedes Mal, weil wir selber uns immer so freuen über die Folie und das auch so ein Wiedererkennungszeichen für unsere Veranstaltung ist. Wir würden gerne noch einmal mit euch ausprobieren das Chatgewitter, das wir euch eingangs vorgestellt haben. Und zwar schreibt doch bitte, ohne abzusenden, einmal kurz in den Chat, was ihr heute vielleicht mitgenommen habt. Gibt es etwas, was ihr mal ausprobieren wollt oder neuer Gedanke, irgendetwas, was ihr in den letzten 45 Minuten mitgenommen habt? Schreibt das gerne mal. Noch nicht abschicken. Ah, okay, es war Eddas Nachricht. Okay, ich war schon. Ich war's. Super. Genau, also bitte nur einmal erstmal tippen. Und ich zähle gleich runter und bei los können wir alle Enter klicken und dann gewittert es hier ein bisschen Feedback rein. Ich warte noch einen kleinen Augenblick und ja, bin mal gespannt, ob da die ein oder andere Sache kommt. Ich sehe ein paar Leute tippen noch, denken nach, was habe ich denn jetzt hier eigentlich mitgenommen? Mal gucken. Okay. Okay, schaut gerne in die Kamera, wenn ihr soweit seid, dann gut, okay, perfekt. Dann zähle ich jetzt von drei runter und auf los geht's los. 3, 2, 1 und los. Wow, oh, wie cool, super, virtueller Waldspaziergang. Online geht vieles, virtueller Waldspaziergang, ja, der ist immer so beliebt, schön. Chatgewitter ausprobieren, mehr Rituale, viel zu tun, Musikuntermalung, anbieten, was selbst Spaß macht. Der Waldspaziergang, ich liebe es, der ist immer so beliebt, ne? Das ist echt toll. Ja, cool. Auch große Gruppen kann man aktivieren. Super. Vielen, vielen Dank. Cool, danke an euch. 14.14 Uhr, oh mein Gott, Sebastian, wir haben dir noch eine Minute zum Abmoderieren gelassen. Vielen Dank an euch. Eine Punktlandung, wunderbar. Ja, herzlichen Dank, Bea, Edda, vielen, vielen Dank, das war total super. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ich glaube, die Leute haben wirklich viel auch mitgenommen. Tschüss. Viel Spaß, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis bald mal wieder. Bis bald.